Aber irgendwie gab es... Huch, was ist denn das? Guck mal, das wusste ich gar nicht, dass man das da so reinstopfen kann. Wieder was gelernt. Jetzt geht's nicht, wenn man es wiederholen will oder wie. Bitte? Guck mal. Naja, egal. Was ich dir eigentlich sagen wollte ist... Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen Video von mir. Diesmal zu dem ersten Lesemonatsvideo für das Jahr 2023. Ich zeig dir alles, was ich im Januar gelesen habe. Du siehst hier schon aufgereiht ein paar Bücher, die ich dir jetzt der Reihe nach vorstellen möchte. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich liebe es gerade so sehr, dass die Sonne hier reinscheint, dass es draußen einfach... Es ist nicht warm, ja? Wir haben trotzdem irgendwie minus 1 Grad oder so, aber einfach, dass die Sonne scheint und es einen blauen Himmel draußen gibt. Das finde ich so schön, dass ich mir dachte, okay, ich muss dieses wunderschöne Licht ausnutzen und mich hier hinsetzen und dir erzählen, was mich im Januar begleitet hat. Und das erste Buch darf ich dir leider noch nicht zeigen, es ist hier aber mit drin. Hier sind ganz viele Zettelchen für den Moment, wo ich es dir vorstellen darf. Deswegen nehme ich jetzt aber das nächste Buch, nämlich Malibu Rising von... Taylor Jenkins Reid. Dieses Buch habe ich von einer ganz lieben Followerin geschenkt bekommen, die es vorher auch gelesen hat und mitbekommen hat, dass ich von Taylor Jenkins Reid gerne mehr lesen möchte. Wow! Aber auch mehr lernen möchte. Hier geht es um die Familie Riva. Es geht um 4 Geschwister, nämlich um Nina, um Jay, um Hutt und um Kit. Und vor allem geht es aber auch um ihre Eltern, also um die Liebesgeschichte ihrer Eltern. Die Geschichte spielt auf 2 Zeitebenen. Die eine ist quasi, wenn sich die Eltern kennenlernen als junge Leute, sage ich mal. Und die andere Zeitebene ist quasi die Gegenwart. Und diese Gegenwart spielt so 83, also 1983. Und es geht darum, dass die Riva-Kids eine Party schmeißen wollen. Nina ist ganz bekannte Surferin. Ihre Geschwister sind auch, also die lieben das Wasser. Kannst du dir bei Malibu und Rising und diesem Cover vielleicht auch denken. Die wohnen direkt am Meer. Es ist alles schön. Und bei dieser Party eskaliert einiges. Und es kommen auch einige Familiengeheimnisse ans Licht. Ich will gar nicht viel mehr verraten. Es ist ungefähr das, was auch auf dem Klappentext steht, ja. Und ich hatte... ehrlicherweise kaum Erwartungen an diese Geschichte. Ich habe sowohl Gutes als auch Schlechtes darüber gehört und konnte mir noch nicht so richtig vorstellen, was für Geheimnisse das sind. Ich wusste auch nicht, dass es eben noch diese andere Zeitebene gibt und bin deswegen einfach in diese Geschichte eingetaucht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und muss sagen, dass ich die Charaktere schon sehr ins Herz geschlossen habe. Ich fand sie sehr gut dargestellt. Also ich konnte mir sowohl Nina, die ist so quasi die älteste von diesen Geschwistern, sehr gut vorstellen und auch ihre jüngeren 3 Geschwister. Ich konnte mir auch die Eltern sehr gut vorstellen. Aber ich fand, dass sich die Geschichte an vielen Stellen sehr gezogen hat. Was nicht heißt, dass sie wirklich langweilig war. Und das ist also dieses, was ich als sich gezogen empfunden habe, haben andere als total großartig empfunden. Aber ich fand es irgendwie sehr zäh an manchen Stellen. Alles in allem hat mir die Geschichte schon auch gefallen und ich merke auch jetzt über eine Woche später, nachdem ich es beendet habe, dass es mich trotzdem irgendwo noch beschäftigt. Also es ist schon noch voll in meinem Kopf drin und ich hatte auch dieses Gefühl, mir versucht so ein bisschen mehr zu kreieren, obwohl ich noch nie in Malibu war, aber so dieses Feeling, was die da haben, wenn die da surfen und keine Ahnung was und habe mir so eine Playlist angemacht mit Musik von, keine Ahnung, Miley Cyrus hier in Malibu, ne? Oder weiß ich halt so Musik da, so, ne? Hier werden auch ein paar Songs genannt, die habe ich mir dann auch angemacht. Aber ich muss sagen, dadurch, dass ich so begeistert war von die 7 Ehemänner der Evelyn Hugo, war ich halt irgendwie enttäuscht, trifft es nicht richtig. Aber so richtig begeistert irgendwie auch nicht. Was ich auf jeden Fall von der Autorin aber lesen möchte, ist Daisy Jones and the Six. Das soll ja sehr, sehr gut sein. Die Geschichte ist schon okay, aber hat mich jetzt nicht so richtig vom Hocker gehauen. Ich bin da sehr gespannt, was du vielleicht dazu sagst, wenn du das Buch gelesen hast, weil ich mir dann sehr, sehr viele Rezensionen durchgelesen habe und ganz viele voll begeistert davon sind und dass sie sich so emotional an diese Charaktere gewöhnt haben. Und ich war so, okay, was stimmt mit mir nicht? Bin ich vielleicht emotional abgestumpft? Aber ja... war okay, aber jetzt kein krasses Highlight. Als ich die Halloween-Party von Agatha Christie auf Instagram gezeigt habe und meinte, dass ich das gerade lese, habe ich ganz viele Nachrichten bekommen, dass natürlich der Januar der perfekte Zeitpunkt ist, um eine Halloween-Geschichte zu lesen. Ich musste sehr lachen, da waren sehr lustige Nachrichten dabei. Aber ich hatte irgendwie total Lust auf eine Geschichte von Agatha Christie und hatte einige Bücher von ihr geschenkt bekommen, unter anderem eben die Halloween-Party. Das ist ein Fall für Hercule Poirot und ich wollte wissen, worum es geht.
und wollte einfach diese Halloween-Party gerne erleben, okay? In dieser Geschichte geht es um ein Kinderfest, eine Halloween-Party für Kinder, bei der ein Mädchen stirbt, ein kleines Mädchen namens Joyce. Und dieses Mädchen hat vorher noch, die ist sehr vorlaut, sehr, ja, einfach sehr mitteilungsbedürftig gewesen, hat sie noch gesagt, dass sie einen Mord beobachtet hat. Und das hat unter anderem eine Kriminalautorin namens Ariadne Oliver gehört und denkt dann so, oh nein, was ist passiert? Ist dieses Mädchen vielleicht gestorben, weil jemand, der es nicht hätte hören sollen, mitbekommen hat, dass sie einen Mord beobachtet hat? Und so beauftragt sie Hercule Poirot, diesen Fall zu lösen. Und er begibt sich dann in dieses Dorf und versucht es irgendwie aufzuklären und kommt dann ziemlich schnell dahinter, dass da ziemlich viele Leute lügen, dass es eventuell ein paar Testamentsgeschichten gibt, die aufgedeckt werden sollten. Und da geht es einfach auch um sehr viel Geld. Und das war wirklich ein sehr kurzweiliger Fall, den ich sehr spannend fand. Es ist ja so, dass wenn es darum geht, wirklich, dass ein Kind zu Tode kommt, dann wollen das ganz viele Leute nicht lesen. Das verstehe ich auch absolut, deswegen sage ich es hier auch so deutlich. Zumal es hier so ist, dass über dieses verstorbene Kind jetzt nicht gerade nett gesprochen wird. Also selbst die Familie ist irgendwie überhaupt nicht, gefühlt überhaupt nicht emotional. Das hat mich irgendwie so ein bisschen abgeschreckt und ich dachte, wow, okay, alles klar, was ist jetzt eigentlich los? Ne, man sagt ja auch eigentlich immer, dass man die Toten ehren sollte, was ja nicht heißt, dass man sie glorifizieren sollte, aber es war halt ein kleines Mädchen, aber okay. Aber wie gesagt, sehr kurzweilig die Lösung, also die Auflösung fand ich auch ziemlich cool am Ende. Was soll ich sagen, halt ein Buch von Agatha Christie, ich lieb's halt einfach, ne? Fand ich super, hat mich gut unterhalten. Habe ich an einem Stück durchgelesen. Ich habe irgendwie im Januar echt so viele Tage gar nicht gelesen und dann dafür an einzelnen Tagen wirklich stundenlang, voll komisch, hatte irgendwie ein ganz komisches Leseverhalten. Hatte auch unterschiedliche Gründe, auf die ich jetzt gar nicht so eingehen will, aber ja, daran hat es jedenfalls hier liegen. So, das habe ich auch noch hier lesen. Hier, The Mountain is You von Brianna Wiest. Wie du selbst Sabotage erkennen und überwinden kannst. Und falls du schon länger hier auf dem Kanal dabei bist, einige Videos geschaut hast, dann weißt du vermutlich, dass ich vor allem seit letztem Jahr, aber auch schon eine gewisse Zeit davor, mich viel mit so mir selber beschäftige, mit meiner eigenen Psyche, damit, wie ich mich eigentlich verhalte, was ich so für Verhaltensmuster habe. Also wie so eine Selbsttherapie, ja? Also, naja, das kann man jetzt finden, wie man will. Ich finde es super. Und da ist mir Brianna Wiest eben über den Weg gelaufen, vor allem mit ihrem Buch 101 Essays, die dein Leben verändern werden. Vielleicht hast du das gesehen, es ging bei TikTok total ab. Das ist so ein weißes Buch. Ich habe es verliehen, deswegen kann ich es dir nicht zeigen. Das ist jedenfalls die Autorin, die auch dieses Buch geschrieben hat. Und ich habe vom Piper Verlag dieses Buch als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen. Tatsächlich ungefragt, aber ich habe mich voll gefreut, weil es genau meinen Geschmack getroffen hat und ich gar nicht wusste, dass die Autorin ein neues Buch geschrieben hat. Und ich muss dir sagen, dass mir solche Bücher wirklich viel geben. Ich lese dir mal von hinten etwas vor, was da drauf steht, ja? Was da drauf steht? Mein Gott, ich lese dir was vom Klappentext vor, sagen wir doch so, wie es ist. Du kannst aufhören, dir selbst im Weg zu stehen. Und weißt du, ich stehe mir so oft selbst im Weg, vor allem beruflich, es ist einfach wirklich schlimm. Du willst etwas in deinem Leben verändern und fällst doch immer wieder in alte Verhaltensmuster zurück. Du machst dir ständig Sorgen, obwohl es dir gut geht und du dich über so vieles freuen könntest. Du hast Ängste, die dich daran hindern, neue Wege einzuschlagen. Nichts und niemand behindert dich in deinem Leben mehr als du selbst. Das Hindernis, das zwischen dir und dem Leben steht, das du führen möchtest, ist ein scheinbar unüberwindbarer Berg. Doch diesen Berg zu erklimmen, ist der einzige Weg zu Freiheit und persönlicher Selbstentfaltung. Und dann steht da eben, dass Brianna Wiest eben darüber spricht. Da ist natürlich immer die Frage, was für Gründe hat man, Selbstzweifel zu haben oder was für Gründe hat man für bestimmte Verhaltensmuster. Bei mir liegt jetzt nichts Schlimmes zugrunde quasi, deswegen kann ich mich damit einfach selber beschäftigen und Dinge aufdecken und dann versuchen zu ändern. Ich finde, dass die Autorin das auf eine sehr angenehme Art und Weise macht, die nicht so mit erhobenem Zeigefinger irgendwie einem rüberkommt, sondern dass man wirklich sich so ein bisschen ertappt fühlt an manchen Stellen, dann aber auch, wie soll ich sagen, wenn man das liest und für sich eben auch Notizen macht oder Sachen markiert, auch merkt, was man eigentlich alles in der Hand hat und was man alles ändern kann. Und ich schwöre dir, bei mir hat es letztes Jahr irgendwann richtig so Klick gemacht, dass all diese ganzen Weisheiten, die man immer liest, für mich wirklich Sinn ergeben haben und ich angefangen habe, so zu handeln und auch Entscheidungen zu treffen, die für mich gut sind. Und wenn man einmal damit angefangen hat, habe ich das Gefühl, dann kann einen irgendwann nichts mehr stoppen, ja? Ich finde es jedenfalls richtig
Richtig cool. Ich glaube, es muss bei jedem selber Klick machen. Das hilft auch nichts, wenn ich jetzt einfach dreimal sage, das und das und das musst du wissen. Aber ich interessiere mich so sehr für solche Sachen. Und ich hatte hier vorhin, ich habe da eigentlich vorhin meinen Finger reingesteckt und den jetzt, weil ich so begeistert war, wieder rausgezogen, weil ich dir was vorlesen wollte, wo ich dachte, das beschreibt mich persönlich total gut und vielleicht hilft es dir auch im Moment, ich suche es wieder. Also eine Sache, die habe ich jetzt eigentlich nur durch Zufall gefunden, das ist gar nicht die, die ich meinte, aber da habe ich mich auch ertappt gefühlt, war Spotlighting. Jeder denkt, die Welt drehe sich nur um ihn. Deine Gedanken kreisen den ganzen Tag um dich und deine Angelegenheiten und das ein Tag nach dem anderen. Es kann zum Problem werden, dabei zu vergessen, dass andere nicht mit solcher Intensität über dich nachdenken. Sie denken über sich selbst nach. Das ist ja jetzt kein Geheimnis. Aber mir hilft es manchmal voll, mein Kopfkino damit zu stoppen. Weißt du, mir einfach mal bewusst zu machen, dass jeder seine eigene Hauptfigur ist. Natürlich macht man sich auch Gedanken über andere, so ist es nicht, ne? Aber dass eben, wenn man sich denkt, oh, was könnte jetzt Person XY über mich denken in diesem Moment, wo ich um 22.30 Uhr im Bett liege und eigentlich schlafen will. Und die Wahrheit ist, die meisten Menschen werden überhaupt gar nicht an dich denken. Das meine ich jetzt gar nicht so böse, wie es klingt, aber ist doch egal, ob du mal irgendwann, keine Ahnung, an der Tür gezogen statt gedrückt hast und dich dafür immer noch schämst und andere haben es schon längst vergessen. Aber wo ist denn jetzt dieser blöde Abschnitt? Sag mal, das gab's ja hier wohl nicht. Hier, ich hab's gefunden und das fand ich irgendwie auch cool. Rechtfertigung heißt quasi dieser Abschnitt. Dein Leben wird am Ende an deinen Taten gemessen werden, nicht an deinen Absichten. Es wird nicht darum gehen, was du tun wolltest oder getan hättest, wenn du Zeit dafür gehabt hättest. Es wird nicht darum gehen, warum du glaubtest, etwas nicht zu können, sondern nur darum, ob du es schließlich getan hast oder nicht. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, wie gesagt, es ist nichts, wo jetzt das Rad neu erfunden wird. Aber wenn man solche Sachen wirklich mal verinnerlicht, dann merkt man, ey, ganz ehrlich, du traust dich vielleicht nicht mit, keine Ahnung, dieser super coolen Jeans, wo du denkst, du siehst irgendwie unvorteilhaft drin aus, raus, obwohl du eigentlich voll gerne diese Jeans tragen willst, trag die scheiß Hose. Mach's doch einfach, was soll passieren? Oder wenn du irgendwie denkst, oh, ich würde eigentlich voll gerne mal alleine in den Urlaub fahren, aber ich traue mich irgendwie nicht. Probier es doch einfach für 2 Tage. Also es sind so, das müssen ja auch nicht immer so große Sachen sein. Das können auch Kleinigkeiten sein. Weißt du, alleine mal in irgendeinen Kurs gehen oder was auch immer, ja. Und solche Sachen führe ich mir gerade ganz viel zu Gemüte, um irgendwie mal aus meinem Schneckenhaus so ein bisschen rauszukommen, was bestimmte Entscheidungen angeht. Fand ich jedenfalls super. Ersetzt natürlich jetzt keine Therapie oder so, ist klar, aber ich habe das Buch richtig genossen schon wieder und ich glaube, egal was diese Autorin schreiben wird in nächster Zeit, ich werde auf jeden Fall sehr neugierig sein und schauen, was sie da gemacht hat. Achtsam Morden am Rande der Welt von Carsten Dusse habe mich darauf schon gefreut, seit ich das Buch geschenkt bekommen habe. Du siehst, ich habe eigentlich nur geschenkt bekommene Bücher. Ich weiß nicht, wie ich so ein Lucky Girl sein konnte, aber ich habe hier irgendwie nur Bücher, die ich geschenkt bekommen habe, gefühlt. Und in dieser Geschichte geht es, wie schon in den anderen Teilen, um Björn Diemel. Und Björn Diemel ist ein Rechtsanwalt, der im ersten Teil dieser Reihe Achtsam Morden in ein Verbrechen mit reinrutscht und dann nicht mehr so richtig da rauskommt. Und das ist quasi ein Mix aus Thriller, aus Comedy und aus Achtsamkeitsbuch. Für mich voll die gute Mischung. Manche lieben es, andere finden es nicht so toll. Ich finde es richtig witzig. Wobei ich sagen muss, dass der dritte Teil jetzt nicht so meins war, weil ich fand, dass es sich leider etwas gezogen hat. Es ist im dritten Teil so, dass Björn, ich muss immer nachgucken, ich will den immer Carsten nennen, weil der Autor so heißt, aber der Protagonist hier heißt Björn, auf Pilgerreise geht, deswegen auch am Rande der Welt und ja, da vielleicht von Sachen aus seiner Vergangenheit verfolgt wird, sagen wir es einfach mal so. Hier ist sehr, sehr dunkler Humor mit drin, hier ist ganz viel Sarkasmus drin, hier sind wirklich ganz absurde Situationen drin, da muss man schon mit einem gewissen Augenzwinkern rangehen. Ich finde gerade schön, dass so Achtsamkeitstipps mit reingegeben werden. Also, weil Björn wird im ersten Teil von seiner Frau gezwungen, so einen Achtsamkeitskurs zu machen, weil er immer so viel arbeitet und sie will, dass er mal ein bisschen mehr Emotionen zulässt und er denkt sich so, oh, was soll ich denn jetzt damit? Sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Und man nimmt echt was mit. Also ich muss hier lachen, ich kriege hier trotzdem auch ein bisschen Input. Ich finde es spannend, also für mich wirklich eine geniale Reihe. Ich bin schon gespannt auf den vierten Teil.
Ich habe dieses Jahr das Dschungelcamp sehr interessiert verfolgt, weil Julina Menon mit drin war. Das ist eine Influencerin, die ich sehr, sehr, sehr gerne mag. Deswegen dachte ich mir, ich gebe mir das mal wieder. Ich gucke mal wieder das Dschungelcamp. Und dann hat mich nicht nur Julina fasziniert, sondern auch Jamila Rowe, die ja im Endeffekt auch gewonnen hat. Und ich habe dann bei BookBeat gesehen, dass es ihre Biografie dort gibt. Die heißt Botox für die Seele. Ich blende es dir hier ein und die habe ich mir durchgelesen. Also man kann bei BookBeat nicht nur Hörbücher hören, sondern man kann auch E-Books lesen. Und ich habe mir die Biografie durchgelesen, weil ich gerne wissen wollte, was sie noch so alles von sich teilt. Denn Jamila Rowe hat jetzt nicht so das einfachste Leben hinter sich und ist vor allem immer mit Vorurteilen konfrontiert, ne? Weil sie eben diese aufgespritzten Lippen hat, ein gemachtes Gesicht und viele immer denken, sie ist so eine oberflächliche Tusse. Sorry, wenn ich das so sage, aber es ist das Erste, was halt viele Menschen denken, wenn sie sie sehen. Ich kannte sie vorher nicht, ich hatte keine Ahnung, wer sie ist, was sie so macht und fand sie wirklich sehr angenehm im Dschungelcamp und habe dann diese Biografie gelesen, wo sie eben davon erzählt, wie ihre Kindheit war, wie ihre Jugend war, weil sie in der DDR in so ein Kinderheim gekommen ist, wo sie auch arbeiten musste, also Zwangsarbeit verrichten musste und einfach wirklich schlimme Dinge erlebt hat. Und sie erzählt in ihrer Biografie auch, warum sie angefangen hat, eben so exzessiv mit Botox irgendwie umzugehen oder sich die Brüste eben hat machen lassen oder ja, warum sie einfach vieles an ihrem Körper hat ändern lassen. Und das fand ich irgendwie total interessant einfach zu lesen, weil ich sie als Person sehr interessant fand und war dann froh, dass ich mir das eben durchlesen konnte. Und finde es generell eigentlich in letzter Zeit wirklich spannend, mal so Biografien zu lesen. Also ich lese mir ab und zu, wenn, keine Ahnung, wenn man irgendwie einen Film guckt oder so oder irgendwie, weiß ich, bist auf TikTok und siehst da irgendwen und denkst, oh, kann ich noch mehr über denjenigen rausfinden oder so, dass man sich mal so ein bisschen was über die Person durchliest, ne? Weil man sich so schnell versucht, ein Bild zu machen, obwohl man gar nichts über die Person weiß. Und deswegen wollte ich gerne, mein Gott, was laber ich hier rum, deswegen wollte ich gerne das Buch über Jamila lesen. Und fand es wirklich interessant. Also es sind auch nur irgendwie so 100 Seiten oder so. Das hat man wirklich recht schnell durch. Es ist jetzt auch vom Schreibstil her jetzt nicht gerade die absolute Wucht. Aber rein von den Informationen her fand ich es doch sehr spannend. So, und dann kann ich dir sagen, kommen wir zum letzten Buch, was ich auch noch überhaupt nicht fertig habe, aber wo ich voll dran hängen geblieben bin, im negativen Sinne leider, Der Distelfink von Donna Tartt. Ich bin jetzt auf Seite 283, dieses Buch hat über 1000 Seiten, es ist ziemlich dick und hat sehr, sehr, sehr dünnes Papier. Und es geht um Theo Decker oder Theo, wahrscheinlich spricht man den Theo aus, keine Ahnung, ich nenne ihn einfach Theo. Und Theo verliert seine Mutter bei einem Unglück, wo er auch dabei ist. Und es ist für ihn verständlicherweise total tragisch, er ist erst 13 Jahre alt, als das passiert. Und auf einmal steht er halt vor dem Nichts, ohne seine Mama. Es ist so, dass ein Gemälde in seinem Besitz ist, was eigentlich nicht in seinem Besitz sein sollte. Und dieses Gemälde scheint ihn nach und nach einfach durchdrehen zu lassen. Eigentlich dachte er am Anfang, dass ihm dieses Gemälde vielleicht Trost spenden könnte, ihn an seine Mama erinnert. Aber eigentlich ist gefühlt der Gegenteil der Fall. Das Gegenteil. Und er droht dann abzurutschen in kriminelle Kreise und so weiter. Was ich gerade gemacht habe, kann ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe dir gesagt, was auf dem Klappentext steht, ja? Normalerweise versuche ich es ja in eigene Worte zu fassen, aber es ist einfach auf diesen 300 Seiten fast noch nichts passiert. Außer, dass dieses tragische Unglück passiert ist, was wirklich sehr tragisch ist und sehr traumatisierend, auch für diesen armen Theo, wie auch immer wir ihn nennen wollen. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, es passiert einfach nicht so viel. Ich finde es auch nicht super gut geschrieben und ich habe immer das Gefühl, das ist ein Buch, was wirklich von allen Seiten extrem gelobt wird. Eine literarische Stimme, die man nicht mehr vergisst, Donna Tartt. Und ich will es wirklich mögen, aber bisher finde ich es einfach sehr, sehr, sehr langweilig. Und es hat einfach über 1000 Seiten. Ich glaube, das wird so ein klassischer Fall von, ich lese dieses Buch quer. Weil ich es einfach nicht, ich kann es einfach, glaube ich, anders nicht machen. Vielleicht wird es ja auch noch besser. Vielleicht kennst du dieses Buch und kannst mich jetzt anfeuern, dass ich durchhalte und dem Buch auf jeden Fall eine Chance gebe. Aber bisher kann ich leider für mich da noch nicht so viel mit rausnehmen. Und ich finde es wirklich schade, aber so ist es. Und ich hatte ja schon, als ich es in die Hand genommen habe, kein gutes Gefühl. Also die Erwartung war auch nicht hoch und die wurde sogar noch unterboten. Gottes Willen, ich bin so eine Meckertante. Aber ich finde es einfach so langweilig. Ich finde es einfach so langweilig. Aber gut, schauen wir mal. Vielleicht wird es ja noch besser. Das sind die Bücher, die ich auf jeden Fall im Januar gelesen habe.
Ich habe ein paar Hörbücher gehört, die erzähle ich dir wie immer im Hörmonatsvideo. Und das war es tatsächlich schon. Ich bin wirklich baff, weil dieses Video im Vergleich zu allen anderen Lesemonatsvideos der letzten Monate gefühlt super kurz ist, aber that's it. Mehr gibt's hier nicht zu holen. Ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn ich diesen fetten Schinken hier fertig habe und mich anderen Büchern widme. Ich habe mir nämlich schon ganz, ganz tolle für den Februar ja rausgesucht und freue mich darauf total. Und ja, das war's von mir. Ich würde jetzt wie immer sehr gerne wissen, was du im Januar gelesen hast. Ob du vielleicht eins oder mehrere der gezeigten Bücher aus diesem Video selbst gelesen hast. Wenn ja, wie du sie fandest. Was vielleicht dein Highlight schon dieses Jahr war. Vielleicht war ja schon was dabei. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, hab es fein. Ciao.